Ja, ausnahmsweise haben wir mit dem Handy gefilmt und nicht mit der normalen Kamera. Hat vor euch schon mal eine mit einer Holzzange erlaubt geladen. Ja, das Ding, das war schon im Einsatz, wir haben es schon eine Zeit lang. Das ist ein Eigenbau auf die Holzzange drauf, quasi ein großer Baggeschaufel, wenn man so will. Einfach zwei Bleche eingeschweißt, mit der kann man so loses gelumpt oder schön verladen. Zwei Schalengreifer quasi. Ja, ein bisschen Labus rieselt unten aus, aber das ist ja nicht schlimm. Kamera habe ich nicht einstecken, heute war BHV1-Blutuntersuchung bei den Rinde. Ich habe vorhin alles, was unnötig war, aus der Tasche vorsichtshalber raus. Nicht, dass was zerbruch geht. Ja, und vorher verlädt jetzt gerade und ja, es war halt die Kamera noch oben im Schlafzimmer gelegen, auf dem Schreibtisch. Da habe ich mir gedacht, filmst halt einmal mit dem Handy. Wird ja auch funktionieren. Also falls die Bildqualität einmal irgendwie komisch ist oder anders ist oder nicht wundern. Ja, wozu haben wir das Ding? Der Haufen da unten. Mit der Schaufel aufladen, mit einer normalen Radladeschaufel, das ist halt immer eine Quälerei. Eine Zeit lang geht's und irgendwann, du hast ja keinen Anschlag, noch hinten ist ja der Hang. Noch hinten ist ja offen. Dann schiebst du den Drehkaufen vor dir her. Und mit dem Gestell da hast du das Problem halt nicht. Du kannst wirklich bis zum letzten Krümel eine wunderbare mit aufnehmen. Weil es halt wirklich wie ein Zweischalengreifer funktioniert. Und der hat auch keine Zehe oder was, der hat auch glatt schneiden, da kannst du auch wirklich schön erben. Der andere nehmen eine Bagge dafür, wir haben halt den Radlader. Ne? Multifunktionaler Holzgreifzange. Ja. Ja, dass ein wenig was runterfällt, das ist normal. Das lässt sich nicht verhindern. Nur dazu müsstest du die Schneiden wirklich komplett schließen. Und ja. Bei dem nassen Laubzeug da, da funktioniert das nicht. Wer schon mal mit so einer Art Greifer da gearbeitet hat, der weiß, dass das dann nicht ganz zügig. Selbst hydraulisch, du kannst schon drauf rumknietschen, aber irgendwo ist End. Wobei, mein Bruder hat es geschafft, der hat die Zange aus Südermaßen zusammengeschoben, dann waren halt die zwei Schaufelelemente aufeinander, das war natürlich nicht so gut, aber passiert. Ist ja nichts kaputt gegangen dabei. Aber ihr seht schon, das geht prima. Ein bisschen auch was liegt da, aber beim Miesladen mit der Schaufel ist auch nicht anders. Bleibt da ein bisschen auch was liegen. Hier ist echt schon mit Crochet und Buden unten Aufnehmer. So,
hinten seht ihr vielleicht den IHC, der steht da vor. Auf jeden Fall deutlich schöner, als wenn man dann mit der Gabel durchsteht und mit einer Rechnung und alles in die Schaufel neuschlichten muss. Ja, genau. Ich genieße es. Ja, Handyperspektiven ist im Vergleich zu der GoPro natürlich ein wenig anders. Die GoPro, die hat Weitwinkel. Die Handykamera halt nicht. Du musst dich umstellen. Naja, zum Verdeutlichen. Schöner ist, man kann halt wirklich hydraulisch den ganzen Greifer von rotieren. Man muss sich mit dem Radlader nicht verrenken, man kann direkt an dem Gebäude da und der Jacht halt aufnehmen. Ohne da den Radlader 20 Mal zu verstellen. Das ist ein großer Vorteil. Ihr seht schon bis ans Gebäude nach und der kratzt richtig schön am Boden zusammen. Klar, ein bisschen was wird schon liegen bleiben.
Aber es ist wesentlich komfortabler als mit einer Schaufel. Selbst mit einer Greifschaufel hättest du da gewisse Probleme. Wir haben ja keine, also von daher. Ja, windig ist es, sorry. Ihr seht schon, das ist richtig komfortabel. Ohne Absteigen, ohne viel Stress. Ja, der F2L9 12 vom Radlader ist schon gut so da. Nö, eigentlich nicht. Ja, das mit dem Laub, das sind immer die Frühjahrsarbeiten. Da kommt schon immer ganz schön was zusammen. Ist halt genial, einfach das Button. Ja, servus und herzlich willkommen jetzt an dieser Stelle. Ja, heute ist einmal auch nicht mit dem Video losgegangen. Soll vorkommen, ne? Ja, bei. Ist halt so. Ich glaube, wir brauchen mal eine neue Linsen auf die Kamera, die ist irgendwie gesprungen von. Ne? Doch die steht jetzt im Bild nicht zu sehen. Wenn doch, naja. Also das, was ich jetzt erst gesehen habe, das war vorhin das verladen. Wir haben immer noch denselben durch und jetzt ist die Greifzange wieder als Greifzange im Einsatz. Ja. Wir laden Holz ab und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Wir brauchen nämlich den Hänger.
nicht. Weil dann kannst du nicht umdrehen. Da. Das ist nicht. Lass mich um. Ja, Leute, warum haben wir gestern eigentlich den Wagen abgeladen? Ja, das Holz, das war ja von letzten Jahr. Das war die Ahnung, die wo im Sturm umgefallen ist. Und ja, das wurde die ganze Zeit nur drauf zwischengelagert. War halt einfach so. Jetzt haben wir ihn entladen, weil meine Leute, die waren, wie ich Erbsen gegraben habe, letzte Woche und vorletzte Woche. Da waren die im Wald bei einem Bekannten und haben dort schon wegen Holz gelächert. Ja, wie gesagt, ich wollte wieder Erbsen, war auch nicht dabei. Ist aber noch genug, also ich komme da bestimmt auch noch einmal raus. Und ja, wie gesagt, das Holz muss kult werden. Jetzt haben sie ihn erst einmal, oder wir haben ihn erst einmal entladen. Haben wir ausgezogen, dass wir sehen, wie lange wir es machen können, weil wir haben eventuell geplant, unterhalb vom Stadl einen Anbau. Also das ist eigentlich schon länger geplant. Und da brauchen wir Holz, Bauholz dafür. Und ja, auf jeden Fall haben wir gemessen. Also theoretisch 5,90 Meter, 6 Meter kriegst du schon drauf. Das müsste gehen. Kippe soll beladen werden und der Rungerwung soll beladen werden. Es sind eigentlich erfuhren, es sind auch ein paar Kilometer zu fahren, dann fällt es in, jetzt müsste ich lügen, 15 bis 20 Kilometer irgendwie so den Dreh. Ja, genau festlegen tue ich mich jetzt nicht, also hier ein Quatsch. Fährst auf jeden Fall ein bisschen lang. Also mit dem Bulldog bist du jetzt nicht in 5 Minuten ausgefahren. So schnell ist es nicht. Ja, nee, deswegen haben wir noch entladen. Das war gestern, jetzt haben wir Samstag. Wir stehen auch in der Halle hin. Es gibt da noch zwei Neuerungen. Und zwar zum einen dieses Dingens da. Das ist eine Sandstrahlkabine. Wollte man auch schon länger und ja, hat sich hier zu ergeben. Das ist ein richtiger, schon ein wenig was Größeres. Bringst da ein wenig was rein. 12 Kilo Strahlgut und dann, ja, den Behälter seht ihr ja. Ist schon ein wenig eine schöne Hausnummer da hinter mir. Ja, die brauchen wir für den da. Und das ist echt da, ist auch weitergegangen. Ja, es sind die Kotflügel weg, die liegen auf dem Alteisen. Da haben wir neue. Die Wanne ist runtergebaut, die liegt da hinten. Die brauchen wir wieder. Und ja, Motor und Getriebe hätten wir da. So schaut das Ding aus. Das Ding. Fette Ölwanne. Naja. Ist auf jeden Fall jetzt danach. Heraus. Ein Haufen Zahnräder. Das schaut komisch aus, da fällt doch irgendwie ein Zeh. Oder muss das so? Naja, wird schon passen. Muss ja einen Grund haben, warum das Getriebe gebrochen ist. Den Bruch sieht man jetzt übrigens nicht, der ist es unten. Aber, naja, schauen wir mal. Also da ist Arbeit gegangen. Ja, wild bewegen, das ist eigentlich nichts. Halt Motor, Getriebe ausgebaut. Und jetzt steht halt die, der Rahmen mit den Rädern da. Ja, so viel schiebe ich nicht. Die Gelenkwellen sind hochgebunden. Und die Vorderachs, die geht ja jetzt dann theoretisch ein bisschen kippeln, weil sie ja jetzt dann nicht mehr gestützt ist durchs Getriebe. Die dann da normalerweise Schubkugel. Soweit mir das bei dem Betrag bekannt ist. So. Und ja, da ist ja das Getriebe dazwischen nochmal. Und das fällt ja jetzt, also sprich die Achse kurz vorne so leicht bändeln. Wie hier ist das Ganze halt so ein wenig, ja, fixiert. Beziehungsweise hochgebunden, dass es nicht runterfällt. Weil sonst durch das Gewicht geht es jetzt runterdrücken und geht da hin alles verspannen. Das willst du ja nicht. Hochgebunden. Ja, dann wisst ihr da auch den aktuellen Stand. Ja, für dieses Video gibt es da nicht mehr. Ganz einfach, weil es letztes Mal war ja eh viel zu lang. Jetzt machen wir mal ein Kurzvideo oder ein kürzeres Video. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, mal jetzt Feierabend, das läuft jetzt 6er. Gibt gleich Abendessen, davor ist losgefahren, die Schwester von der Arbeit holen. Und ja, ich gehe jetzt dann an auf. Gibt's Abendessen und dann ist Feierabend. Langt. Genug getan. Jo, in diesem Sinne, ich wünsche euch was. Wir hören uns wieder. Und bis dann. Servus, la.